Im zweiten Teil unserer Spezialserie zum Thema Mastering mit Stefan Mückler geht es heute um Spezialbegriffe, nämlich Pegel, Lautstärke, Lautheit, Lufs und so weiter und so fort. Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn man darüber spricht, dass die Musik genauso gut klingen soll wie die Großen im Radio, dann bedeutet das natürlich auch, dass man alle Schritte einhalten muss auf dem Weg zum perfekten Sound fürs Radio. Dazu gehört natürlich nicht nur die Aufnahme und der Mix, die Produktion und so weiter und so fort, sondern vor allem auch das Mastering. Und wir haben zum Glück den Stefan Mückler, einen Freund der Recording-Blog-Familie, hier gewinnen können, der auch im zweiten Teil seiner Mastering-Spezialserie wieder ein bisschen mehr hinter die Kulissen schaut und wieder ein bisschen mehr in medias res geht. Das heißt, wenn du dich nicht so sehr für die tieferen Hintergründe hinter den Begriffen Pegel, Lautstärke, Lautheit, Lufs und so weiter und so fort interessierst, dann solltest du vielleicht weiterklicken. Aber wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig, denn Stefan legt heute mal so richtig ab und erklärt uns in seiner charmanten schweizerischen Art heute ein bisschen mehr, was es damit auf sich hat. Vor allem zum Beispiel, was man beachten muss, wenn man seine Musik in der richtigen Lautheit für YouTube, iTunes oder Ähnliches veröffentlichen möchte. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude damit mit dem Video. Wenn es dir gefällt, dann drück jetzt schon auf Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück irgendwann dann auf zweimal Daumen nach unten oder einfach auf das nächste Video auf dieser Seite. Und jetzt drücke ich Stefan die Daumen für sein zweites Video, das er jetzt hier für den Recording-Blog freundlicherweise gemacht hat, und wünsche dir viel Spaß und vor allem viel Erfolg später mit deinem neuen Wissen. Verpass am Ende nicht den Tipp von Stefan noch, denn da sagt er, worum es geht, was im nächsten Video zum Thema Mastering kommt. Also, viel Spaß damit und los geht's. Moin, Servus, Grüezi und Hallo. Mein Name ist Stefan Mückler, ich habe ein Mastering-Studio und darf euch heute ein weiteres Gastvideo für recording-blog.com vorstellen. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank für die vielen positiven Kommentare zu dem letzten Video, aber auch für die kritischen Feedbacks, die mir helfen, die Videos zu verbessern. Ich stecke mit dieser Videobearbeitung auch noch in den Kinderschuhen. Man muss zuerst die Kameraeinstellungen checken, die Lichtverhältnisse, das Aufnahmeprogramm selbst, dann später im Schnittprogramm alles synchron wieder hinbekommen. Ja, das müsst ihr euch etwa so vorstellen, wie ihr das erste Mal vor eurer DAW gesessen seid. Da sieht man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Okay, worum geht es im heutigen Video? Ich möchte euch heute die Themen Lautstärke, Lautheit und Pegel etwas näher bringen. Wir schauen auch das Thema Veröffentlichungen zum Beispiel über YouTube an, was mit der Lautheitsnormalisierung auf sich hat, oder zum Beispiel das Analog-Routing, was auch mit den Pegelsteuerungen sehr stark verbunden ist. Wie so oft müssen wir uns aber zuerst einmal die Theorie noch einmal vor Augen halten, damit wir wissen genau, mit welchen Ausdrücken wir welche Sachen genau bezeichnen oder wie die definiert sind bezüglich den Maßeinheiten. Und dazu müssen wir leider in die Schulbank sitzen. Ich habe jetzt einen kleinen theoretischen Teil vorbereitet, dass wir einfach alle zusammen vielleicht die ganzen Begriffe noch einmal auf einen Nenner bringen und schauen wir uns das Ganze einmal an. Auf dieser Seite bekommt ihr einen kleinen Überblick über die Begriffe und Einheiten, die wir im Audiobereich in Bezug auf Pegel und Lautheit oft verwenden. Folgende Angaben sind mathematisch nicht alle korrekt dargestellt, sie dienen aber der Einfachheit halber zum allgemeinen Verständnis. Die oft verwendete Einheit Dezibel ist eine logarithmische Einheit. Sie wird im Audiobereich als Verhältnis einer Bezugsgröße verwendet. Die Einheit Dezibel alleine hat keinen direkten Bezug und sagt deshalb nichts Konkretes aus. Auf der digitalen Ebene kennen wir auch die Einheit Dezibel relativ to full scale. Das heißt, es bezieht sich auf die digitale Vollaussteuerung, sprich 0 Dezibel full scale innerhalb der 24-Bit-Ebene. Alles, was darüber hinausgehen würde, wäre dann quasi Clipping oder Übersteuerung.
Als kleines Beispiel, wenn ihr zum Beispiel einen Pegelausschlag von minus 8 Dezibel habt, ist das immer in Bezug zu 0 Dezibel Full Scale. Das heißt, die Differenz von 8 Dezibel dazwischen wäre dann unser sogenannter Headroom. Weiter ist auch die Einheit Dezibel relativ to True Peak sehr wichtig. Sie berücksichtigt Spitzen zwischen den Abtastwerten bei der Digital-Analog-Umwandlung. Hierzu kommen wir dann später im praktischen Teil, da kann ich es euch dann besser veranschaulichen. Hierzu ein Beispiel bei der Umwandlung in ein MP3-File. Wenn ihr in eurer DAW bereits auf 0 Dezibel Fullscale ausgesteuert habt und daraus ein MP3-File generieren wollt, wird es zwangsläufig bei der Dekodierung, zum Beispiel auf eurem Handy, bei der Umwandlung vom digitalen ins analoge Signal zu sogenannten Intersample Peaks kommen. Das heißt, diese schießen über 0 Dezibel Fullscale hinaus und erzielen dann das sogenannte Clipping. Hier würde ich euch empfehlen, unbedingt Plugins zu verwenden, die True Peaks oder Intersample Peaks berücksichtigen. Auch ein Brickwall-Limiter, der zu stark angefahren wird, kann Intersample Peaks durchlassen. Also es klippt auch mit einem Brickwall-Limiter. Weiter gibt es die oft verwendete und sehr interessante Einheit, die LUFS, sprich Loudness Units Relative to Full Scale. Das ist eine durchschnittliche Lautheitsmessung über den gesamten Song in Bezug auf 0 Dezibel Full Scale. Hierzu gehört auch die Shorttime-Messung, das heißt, es ist quasi wie ein Loop, ein Messungsblock von 3 Sekunden. Innerhalb dieser 3 Sekunden werden quasi die LUFS gemessen. Und dann gibt es noch den Momentary, das ist ein Messungsblock von 400 Millisekunden, also eine sehr, sehr kurze Zeitkonstante. Ein interessantes Beispiel hierfür ist der AB-Vergleich. Wenn wir zwei Songs in ihrer Lautheit einander anpassen, können wir so objektiv die Bearbeitung beurteilen. Auch für Online-Streaming-Dienste ist es sehr interessant, damit wir ungefähr wissen, in welcher Range wir uns bewegen und ob wir die Vorgaben erfüllen. Weiter kommen wir zu den analogen Pegeln. Das sind Effektivwerte. DBU ist ein Spannungspegel mit der Bezugsgröße 0,7746 Volt. Bei einem positiven Wert spricht man von einer Verstärkung, bei einem negativen Wert von einer Dämpfung. Als Beispiel wäre hier ein AD-DA-Wandler. Bei dem müssen wir das Ein- oder Ausgangssignal entsprechend verstärken, um es wieder auf den Studiopegel von plus 4 DBU anzupassen. DBV ist ein Spannungspegel mit der Bezugsgröße 1 Volt. DBV und DBU stehen im direkten Verhältnis zueinander. Das heißt, 0 DBV, 1 Volt, wären 2,2 DBU, ebenfalls wieder 1 Volt. Beispiel ist hier der Studiopegel von plus 4 DBU, sprich 1,228 Volt. Das würde bei uns auf dem VU-Meter dann anzeigen, plus 1,78 dBV entspricht einer Spannung von 1,228 Volt. Weiter haben wir die RMS, die Root Mean Square. Das ist ein quadratischer Mittelwert, entspricht einer mittleren Leistung über einem definierten Frequenzbereich. Als Beispiel hierzu kennt ihr das aus eurem Peak-Level-Meter in der DAW. Weiter wird es auch zur Leistungsangabe bei Lautsprechern benutzt. Last but not least kommt das DBSPL, das heißt Decibel Sound Pressure Level. Hier ist der Schalldruckpegel gemeint. Als Referenzen, zum Beispiel das Grundrauschen in einem leisen Studio, sollte zwischen 20 und 30 DBSPL sein. Die perfekte Abhörlautstärke entspricht ungefähr 85 DBSPL. Hier ist also die Gewichtung unberücksichtigt und sollte auch nicht als Dauerbeschallung verstanden werden. Die gehörrichtige Lautstärke bezieht sich ja im Studio in Verbindung mit der Fletcher-Monsoon-Kurve, also dass wir möglichst linear hören können. Jetzt hoffe ich, dass ihr nicht alle eingeschlafen seid
und die Punkte doch verstanden habt, so dass wir jetzt im folgenden Teil in der DAW das entsprechend umsetzen können. Nun sind wir also in der DAW angekommen und wie ihr als kleine Überraschung erkennen könnt, arbeite ich heute in Studio One V4. Hier drüben im Analyzer erkennen wir zwei Frequenzkurven, die sind aber von ein und demselben Song. Die gelbe Kurve ist ein Vorabmix per MP3 angeliefert, die grüne Kurve ist dann der finale Mixdown als WAV-File angeliefert. Was ist hier passiert? Ihr könnt die Unterschiede hier im Frequenzverlauf in den unteren Mitten oder auch in den Höhen sehr deutlich erkennen. Der Kunde hatte auf dem Master Channel einen Kompressor zur Verdichtung des Materials, sprich zur Klanggestaltung eingesetzt und auch noch zusätzlich einen Limiter zur Lautheitserhöhung. Das sollte man nicht tun, steuert euren Mix ohne Limiter so aus, dass er auf keinen Fall klippt. Also er darf niemals über die 0 dB Full Scale hinausgehen. Besser ihr lässt noch einen kleinen Headroom frei von wenigen Dezibels. Die Lautheit erhöht dann später der Mastering Engineer, so wie er es wünscht oder wie es der Mixdown hergibt. Worum es mir bei diesem Beispiel eigentlich geht, ist die richtige Interpretation von Pegelanzeigen und entsprechend der Umgang mit Limitern. Denn das ist sehr wichtig, dass man hier ganz genau weiß, welche Pegel sich wie verhalten. Wenn wir nun diesen Track einmal abspielen, sehen wir hier am Ausgang von der DAW, dass wir keine Übersteuerung feststellen können. Wir sehen hier, dass er sehr laut ausgesteuert ist. Hier unten quasi diese weißen Striche sind diese RMS-Anzeigen. Und wir haben hier also keine Overs. Das würde uns Studio One hier an dieser Stelle anzeigen. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses Meter keine True Peak berücksichtigt. Hierfür haben wir ein spezielles Metering, das wir hier an dieser Anzeige erkennen, für die True Peak Anzeige. Obwohl wir also hier unten einen Limiter drauf haben, der bei 0 Dezibel Full Scale abriegelt, haben wir trotzdem Overs drin. Das heißt, bei der Umwandlung von diesem MP3, von der Digital- zur Analog-Umwandlung, entstehen uns hier diese True Peaks. Diese schießen also vom linken Kanal 2,2 dB, auf dem rechten 2,8 dB über die 0 dB Full-Scale-Grenze hinaus und führt zu hörbaren Verzerrungen dann später auf dem Abspielgerät. Die Idee des Kunden war natürlich hier, dass er ein simultanes Mastering erzeugt, um ein Gefühl zu bekommen mit dieser hohen Lautheit. Wenn wir aber dann trotzdem so weit übers Ziel hinausschießen, dann bringt es der ganzen Sache gar nichts. Ich würde euch empfehlen, dass ihr in eurem Mix die Dynamik beibehält, die einzelnen Busse entsprechend anpasst und dann später im Master Out vielleicht noch ein ganz klein wenig zusammenkomprimiert, aber auf keinen Fall einen Limiter zur Lautheitserhöhung benutzt und stets darauf achtet, dass ihr keinesfalls über die 0 dB Full-Scale-Grenze hinausschießt. Noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Diese Details solltet ihr wirklich ganz gut beachten. Auf dem Master Out den Kompressor, wenn überhaupt, nur sehr dezent einsetzen und den Limiter komplett weglassen. Die Pegelspitzen dürfen keinesfalls über 0 dB Fullscale hinausgehen.
Besser ist es, wenn er noch 2 oder 3 Dezibel Headroom freilässt. Hierzu könnt ihr ein TruePeak-fähiges Metering benutzen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam mal das Analog-Routing an. Wir haben hier also die weiße Spur. Da schicken wir das Signal über den Send raus auf das analoge Outboard, kommen dann wieder hinein hier über den Analog Return. Und das Ganze machen wir mit einem hervorragenden Plugin, wo Studio One uns zur Verfügung stellt, dieses Pipeline XT. Wir haben also links da diesen Send-Kanal, dann geht es einmal rot raus durch das analoge und kommt dann über den Return-Kanal blau quasi wieder zurück. Das Ganze können wir über ein Ping-Signal messen und dann die Latenz hier kompensieren. Wir haben hier also eine Autofunktion. Das heißt, ein Ping-Signal rausschicken, das ist ein Datenpaket, das wird dann komplett durch den Digital-Analog-Wandler, Outboard-Gear und wieder zurück Analog-Digital-Wandlung, und das ergibt ja eine gewisse Latenz. Die können wir hier mit diesem Autoknopf automatisch quasi berechnen lassen und es kompensiert uns dann hier. Wir sehen also minus 61 Samples ist die Kompensation, das sind entsprechend 24 Millisekunden. Okay, wie sieht das Ganze nun aus in der praktischen Sicht? Wenn wir das Routing angucken, haben wir hier ja quasi euer Interface. Da müssen wir zuerst einmal die Ausgänge entsprechend konfigurieren. Ich habe hier auf dem Main-Ausgang den ADAT 1, 2, das sind quasi meine Monitorboxen. Und dann habe ich hier den Analog-Send konfiguriert mit dem ADAT 7, 8. Also auf dem Digital-Analog-Wandler gehe ich hier über die Kanäle 7, 8 raus und komme über die Kanäle 7 und 8 wieder rein. Dann schauen wir uns das einmal in Form von Bilddarstellung an. Hier sehen wir eine mögliche Anordnung von solchen Outboard-Geräten. Wir haben ganz oben quasi die Wandleinheit, wo uns das Analog-Digital-Signal oder das Digital-Analog-Signal aufbereitet. Weiter geht es dann in den Connector, das ist quasi eine digitale Patchpay, und die verteilt dann das Signal entsprechend, wie ich es eingestellt habe, auf die verschiedenen Outboard-Geräte. Wir kommen also mit dem Signal quasi von der DAW raus und gehen hier beim Wandler in den Digital-Analog-Eingang rein. Dieser schickt das Signal weiter auf den Connector in den Input. Dieser Connector routet das Signal dann hier über diese Verteilerstecker an die entsprechenden Outboards mit diesen XLR-Anschlüssen. Hier hinten sind die alle zusammengefasst. Die Signale kommen dann über die Outs von den analogen Geräten wieder zurück, gehen hier beim Connector in den Input, und dieser schickt dann das Signal über den Output wieder quasi zurück in die Wandlereinheit, welche uns hier das analoge Signal wieder in ein digitales Signal umwandelt und dann zurückschickt über den Return wieder in die DAW. Nun haben wir also die Reise in die analoge Welt hinter uns und schauen in der DAW einmal die Sache mit den Pegeln an. Wenn wir das Signal jetzt hier einmal abspielen, sehen wir über den Sendkanal das rote Signal, schicken wir es raus, geht durch die Wandlung in die analogen Geräte, kommt über die Wandlung wieder zurück, über den Return in die DAW. Davor habe ich ein VU-Meter insertiert, um den Pegel festzustellen, respektive zu kontrollieren. Ich habe also das Ausgangssignal, das originale Ausgangssignal um 8 Dezibel bedämpft, so dass ich hier mit einem maximalen Ausschlag von 0 Dezibel arbeiten kann, damit ich die analogen Geräte nicht übersteuere. Man sagt dem auch zu heiß anfahre.
Um das noch einmal zu zeigen, habe ich hier den Connector, das ist also unsere digitale Patchbay quasi. Hier kann ich die ganzen Geräte, die wir zur Verfügung stehen, hier rüberziehen. Diese sind dann also aktiv eingebunden. Dann kann ich hier auch die Reihenfolge ändern von den Geräten und habe aber zusätzlich noch die Möglichkeit, über ein Plugin die Geräte hier fernzusteuern und auch die Einstellungen direkt abzuspeichern, so dass ich also jederzeit eigentlich Total Recall fähig bin. Das finde ich also von diesem Hersteller absolut geniale Erfindung. Da muss ich keine Bilder machen und irgendwie rumkopieren und Ordner anlegen, sondern die sind immer fix abgespeichert und jederzeit abrufbar. Ein weiteres sehr interessantes Thema ist Lautheit in Bezug auf Online-Dienste. Auch wird oft die Frage gestellt, wie verhält sich das mit der Soundqualität bei Veröffentlichungen, zum Beispiel über YouTube? Ihr alle habt sicherlich schon von den Referenzpegeln -16 LOFS, -14 LOFS und so weiter gehört. Es gibt Online-Dienste, die machen lauter, andere machen leiser, wiederum andere setzen Limiter ein. Auch die Codecs unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Also müssten wir theoretisch für jeden dieser Online-Dienste ein eigenes Mastering machen. Das ist aber aus zeittechnischen und finanziellen Gründen gar nicht möglich und überhaupt nicht notwendig, weil jeder Song hat irgendwo seine maximale Ziellautheit. Bei dieser maximalen Lautheit bleibt einfach die Dynamik noch erhalten und es macht immer noch Spaß, den Song anzuhören, auch wenn er diese ganzen Codecs durchlaufen hat. Fahren wir das Ganze irgendwo an die Decke, kommen dann die ganzen Codecs noch hinzu oder wird er allenfalls limitiert, dann ist einfach der Song kaputt. Es bringt überhaupt nichts, eine zu hohe Lautheit zu erzielen, vor allem wenn wir dann über Online-Dienste agieren. Okay, dann möchte ich euch das mal ein bisschen näher bringen und zeige euch anhand von einem Beispiel auf Bildern, wie sich das ungefähr verhält. Hier haben wir drei Beispiele von Statistiken für Nerds, welche ich von YouTube-Videos einmal zusammengefasst habe. Als erstes haben wir den vom vorhergehenden Video. Hier sehen wir, dass der Lautstärkeregler auf 100% eingestellt ist. Die Normalisierung durch YouTube ist ebenfalls bei 100%, das heißt, es hat keine Normalisierung stattgefunden und der Inhalt von diesem, die Lautheit von diesem Inhalt ist minus 0,6 Dezibel. Das heißt, das Video hat eine Lautheit von 0,6 Dezibel unterhalb dem Target Level von YouTube, der voraussichtlich irgendwas -14 LOFS beträgt. Hier haben wir ein zweites Beispiel. Da sehen wir, der Volumenregler war ebenfalls auf 100%. Die Normalisierung von YouTube hat ebenfalls 100%, also es hat keine Normalisierung stattgefunden. Der Inhalt von diesem Video war minus 7,7 Dezibel unterhalb dem Target Level von YouTube. Das heißt, es war 7,7 Dezibel leiser. Das war von einer Fernsehsendung, die aufgezeichnet worden ist und dann hochgeladen auf YouTube. Die Fernsehsender arbeiten ja nach EBU-Richtlinie. Das heißt, wir haben einen Target Level von minus 23 LOFS plus minus 1 Dezibel. Hier unten haben wir ein sehr interessantes Beispiel, was mit lauten Videos passiert. Wir haben einen Lautstärkeregler, der wiederum auf 100% eingestellt ist. Die Normalisierung, welche YouTube vorgenommen hat, ist 69%. Also wir haben nur noch 69% von der ursprünglichen Lautstärke oder Lautheit jetzt zum Abspielen bereit. Das heißt, der Inhalt von diesem Video wurde um 3,2 Dezibel leiser gemacht, damit er wieder auf diesem Target Level von YouTube ist.
Der Hintergrund ist ja, dass diese Videos eigentlich beim Abspielen alle gleich laut sein sollten. Also kurz gesagt, das war ein lautes, wo vielleicht bei minus 11 LUFS gemastert wurde und YouTube hat es ganz einfach um 3,2 Dezibel leiser gemacht. Warum das halt nicht viel Sinn macht, ist, wir verschenken so quasi 3,2 Dezibel auch an Dynamik, weil es ja quasi im Paket, das heißt die komplette Dynamic Range wird leiser gemacht vom unteren bis zum oberen Ende und die Dynamik selber wird aber nicht erweitert oder erhöht, sondern die wird beibehalten und das ganze Paket wird um 3,2 Dezibel leiser gemacht. So seht ihr also, mit lauten Masters bringt überhaupt nichts, auf solche Plattformen zu gehen. Wir gewinnen gar nichts. Ich würde eigentlich behaupten, wir verlieren eher an der ganzen Geschichte. Es gibt Portale, die machen Inhalte auch lauter. Nehmen wir mal das erste Beispiel. Wir gehen davon aus, dass der auf minus 14 LUFS gemastert worden ist. Der maximale Pegelausschlag wäre zum Beispiel knapp 0 dB Full Scale. Jetzt geht das Portal hin und macht diesen Inhalt 2 Dezibel lauter, sprich so Richtung minus 12 LUFS. Der Spitzenpegel würde natürlich auch ungefähr die 2 Dezibel hochgehen und über 0 dB Full Scale hinausschießen. Um das zu verhindern, wird dann ein Limiter eingesetzt. Hierbei muss man auch noch berücksichtigen, dass die Codecs, also die Umwandlungen, natürlich auch noch einen gewissen Anteil vom Headroom brauchen. In der Regel kann man so mit mindestens einem Dezibel ausgehen. Das heißt, wir hätten hier dann ungefähr 3 Dezibel Dynamikverlust und dass es einem Song nicht unbedingt gut tut, wenn wir 3 Dezibel die Dynamik einschränken, versteht sich von selbst. Deshalb nochmals der Hinweis: Macht Sachen nicht einfach sinnlos laut, es bringt niemandem etwas, es schadet einfach eurem Song, eurer ganzen Arbeit, die ihr investiert habt, und es wäre schade, wenn am Schluss durch Fremdeinflüsse, weil man einfach diese Faktoren nicht berücksichtigt hat, der ganze Song kaputt gemacht werden würde. Das wäre dann wirklich sehr schade. Zum Schluss möchte ich euch noch die Frage beantworten, warum die Qualität eines Songs darunter leiden kann, wenn man ihn auf einen Online-Dienstanbieter hochlädt. Dazu muss man wissen, dass jeder seine eigene Suppe kocht und entsprechend auch unterschiedliche Codecs angewendet werden. Ein Streaming-Dienst ist dazu da, möglichst schnell viele Daten über eine entsprechend schmale Bandbreite zu transformieren. Gerade bei YouTube kommt noch ein Implementieren von einem Bildformat hinzu. Das Ganze geht nur über eine sehr hohe Kompression, also sprich die Daten müssen zusammen und in einzelnen Paketen verschickt werden und am Endgerät muss das Ganze wieder dekodiert werden. Das ist ein sehr komplexer Vorgang und darunter leidet momentan halt noch die Qualität. Ich denke aber, in naher Zukunft wird es möglich sein, größere Datenpakete versenden zu können und vielleicht werden wir es auch erreichen, wieder eine höhere Qualität erzielen zu können. So, nun sind wir am Ende von diesem Video. Vielleicht war es heute ein bisschen trockene Materie, wir haben auch viele Zahlen herumgeschaufelt. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem sehr, sehr wichtig, auch über diese Sachen Bescheid zu wissen in der Tontechnik, vor allem natürlich im Mastering, wo man sich dann mit der Vollendung von solchen Formaten auseinandersetzen muss und die schlussendlich zum Erfolg von eurem Song beitragen sollen. Ich danke euch für euer Zuschauen, euer Zuhören und bis bald. Tschüss! Sorry, habe ich ganz vergessen. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video mit euch und da haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir beschäftigen uns mit der Raumakustik und der richtigen Abhörsituation. Also, bis dann und tschüss.